In diesem Anleitungsvideo zeige ich dir, wie du diese stilvolle Gutscheinverpackung selber gestalten kannst. Ich bin die Bianca, du schaust den Kanal, meine Stempel und ich, und nach einem ganz kurzen Intro geht's auch schon los. Ja, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du wieder reinschaust zu einer neuen Anleitung von mir. Schön, langsam wird's auch auf meinem Basteltisch weihnachtlich und den Start, den mache ich mit ganz einem schönen Produktpaket, wie ich finde, aus der Reihe Elegante Weihnachtszeit. Die findest du im Mini-Katalog auf der Seite 22 bis 25. Die Reihe beinhaltet gleich zwei Produktpakete, ein Prägefolderband, Glitzersteine und ein wunderschönes Designerpapier. Und ja, mit dem möchte ich jetzt heute auch gleich starten. Das Designerpapier, das muss ich dir jetzt einfach nur kurz zeigen. Das ist echt ein Wahnsinn. Super einfach für alle weihnachtlichen Projekte. Das kommt in den Farben Basic Beige, Waldmoos, Olivengrün, Pfauengrün und Chili, und das Ganze ist, wie du siehst, so mit Gold beflockt, also wunderschön. Und auf der Hinterseite sind nur mein Muster drauf ohne Gold. Also das finde ich echt ja für Weihnachten einfach total super, oder? Ich nehme jetzt heute gleich eins in Basic Beige, eben mit Gold, schaut voll festlich aus, und ja, mit dem starte ich jetzt gleich meine Gutscheinverpackung. Mit dem Papierschneider schneide ich mir jetzt zuerst ein Stück Papier mit 15,0 x 10,0 cm zu. Solltest du einen Musterverlauf haben, dann soll ja der jetzt von links nach rechts gehen. Und dann drehen wir eben das Papier und dann schneide ich mir das bei den 10,0 auch. Und aus einem Bogen Designerpapier kriegst du jetzt 6 Selle Gutscheinverpackungen. Die kurze Seite lasse ich jetzt gleich eingelegt und da fällt sie mir jetzt bei 1 cm. Für den Abschluss von der Gutscheinverpackung drehe mir den Abschluss auf die untere Seite und falte jetzt nur bei 4,0 und bei 11,0 cm auf der langen Seite. Für den Schiebemechanismus müssen wir uns jetzt noch einen Schlitz einschneiden. Dazu lege ich mir das Designerpapier noch einmal bei 7,4 und einmal bei 7,6 cm an und schneide mir da einen kleinen Schlitz, außer der hat eine Länge von 6 cm, also vom Rand weg 1,5 cm war das. Am unteren Rand ist es natürlich noch den Maß von der Falzlinie gemessen. Ich habe ja auf meinem Papierschneider das Zentimetermaß drauf und da wird der Schnitt von 1,5 bis 7,5 cm gesetzt. Dann benötige ich nur den Halter für die Gutscheinkarte. Da schneide ich mir einen Farbkarton zu mit 6,5 x 15,0 cm und der wird gefalzt links und rechts bei 3,0 cm. Bei meinen Resten vom Farbkarton habe ich nur ein Stück gefunden mit 6,5 x 6,5 cm. Das ist genau die Größe, die wir für das Etikett brauchen, nämlich für die Rückseite vom Etikett. Und dann brauchen wir für den Mechanismus nur einen Streifen, den schneide ich auch in der gleichen Farbe zu, mit 1,5 x 14,4 cm. Ich arbeite da übrigens in der Farbe Pfauengrün. Und der Streifen wird gefalzt bei 3,2, bei 5,2, bei 9,2 und bei 11,2 cm. Alle Produkte, die ich für das heutige Video verwendet habe, habe ich da wieder in einer Materialaufstellung zusammengestellt. Die findest du auf meinem Blog und den Link dazu, den findest du direkt unter dem Video in der Beschreibung. Die Zuschnitte sind jetzt soweit erledigt und dann schnappe ich mir gleich meine Papierschere und mein Falzbein. Mit der Papierschere schneide ich mir jetzt den kleinen Schlitz noch außer, den ich mir ja eingeschnitten habe.
Und mit dem Papierfalter gehe ich jetzt alle Falzlinien nach, damit unsere Gutscheinverpackung danach auch schöne Kanten hat. Für alle meine lieben Kundinnen habe ich natürlich wieder eine PDF-Anleitung vorbereitet, wo alle Maße nochmal oben stehen zum Nachlesen. Die schicke ich wieder über meinen WhatsApp-Verteiler aus. Wenn auch du deine Produkte bei mir bestellen möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr. Schau dazu einfach auch in die Videobeschreibung, da findest du alle meine Kontaktdaten. So, der Streifen wird jetzt so zusammengelegt, dass die Enden nach unten zur Mitte gefalten werden. So entsteht so ein kleiner Zickzack, oder wie man das sagen sollte. Ich glaube, du siehst das eh ganz gut. Ich lege das einmal so auf, wie es gehört. Und wenn ich jetzt alles nachgefalten habe, dann kann ich auch schon an die Zuschnitte gehen. Ich schneide mittig einmal die Klebelasche leicht angeschrägt ein und die zwei Seitenteile, die werden ganz weggeschnitten. Und zwar schneide ich die so weg, dass ich innerhalb von der Falzlinie schneide, sodass sich dann die Klebelasche noch ganz gut schließen lässt. Weiter geht's mit dem Mechanismus. Da nehme ich mir jetzt zuerst den Streifen und verklebe mir den. Kleber kommt jetzt auf die zwei kleinen Mittelteile, die nach unten gefalten worden sind, drauf und dann verklebe ich mir das zur Mitte hin und das klebe ich mir auch ganz fest, also da halte ich wirklich ganz fest drauf, damit das dann ganz gut hebt. Wenn das Teil jetzt einen guten Halt hat, dann kann ich das auch auf den Halter vom Gutschein aufkleben und zwar auf einen von den 3 cm Laschen. Und da klebe ich das schön mittig und direkt auf die Kante auf. Auch da trage ich mir den Kleber vollflächig auf die Laschen auf, damit das eine gute und eine stabile Verbindung angibt. Auf das obere Stück wird ja später das Etikett geklebt und das wird natürlich gut halten und beim Schirm dann nicht runterfallen. Apropos Etikett, das feilen sie jetzt noch, damit wir dann unsere Gutscheinverpackung zusammenstellen können. Und bei meinem Mustergutschein habe ich das so gemacht, dass ich einen Farbkarton in Basic Beige genommen habe und dann in Pfauengrün gestempelt habe. Die Lasche habe ich mir auch noch ein bisschen verschönert, das machen wir dann später noch. Und das Etikett habe ich jetzt so gemacht, dass ich mir das auf Schaumstoff geklebt habe, damit ich dann auch richtige Passen hernehmen habe, wenn ich das Etikett ausschirmen möchte. Und das zeige ich dir jetzt noch, wie man das macht. Zuerst nehme ich mir jetzt das Stück Pfauengrün her. Mit 6,5 x 6,5 cm und dann braucht man die Schaumstoffbögen. Ich habe da jetzt mehrere Reste und das geht eigentlich total gut, dass man die noch miteinander verwenden kann. Ich klebe mir zuerst einfach den Farbkarton passend auf den Schaumstoff drauf. Deshalb schneide ich mir davor eigentlich die Stücke auch alle in der Größe zu, wie ich sie brauche, damit da kein Schaumstoff vergoldet wird. Die Schutzfolie vom Schaumstoff, die lasse ich auch noch um, weil dann geht es zum Schneiden leichter, weil es dann einfach nicht klebt. Und so schneide ich mir das einmal mit der Schere zu. Ich nehme da eine größere Schere her, die Papierschere geht da nicht so gut für solche Sachen. Und dann stanze ich mir, wie gewohnt, einfach einmal das Etikett aus. In meinem Fall brauche ich eben jetzt eine Rückseite und eine Vorderseite vom Etikett, weil ich ja nicht möchte, dass das ganze Etikett klebt, sondern weil mir da ja nur einen Teil vom Etikett anklebt. Die Vorderseite habe ich mir schon vorbereitet. Vielleicht hast du es gesehen, in meinem letzten Short habe ich dir nämlich gezeigt, wie man auf dunklem Karton hell stempeln kann. Und schaut unbedingt in mein letztes Video rein, da zeige ich dir, wie das funktioniert. Das ist total eine tolle Technik, die brauche ich dann jetzt in dem Video nicht mehr herzeigen.
Die Vorderseite vom Etikett, die klebe ich mir eben jetzt ganz bündig auf. Das funktioniert ja total super. Und dann habe ich richtig ein dickes, festes Etikett, das man halt auch hernehmen kann und das dann nicht gleich verbiegt, wenn ich das dann weiterschieben möchte. Super, oder? Das gefällt mir voll gut. Ich glaube, ich werde mir jetzt öfter die Etiketten machen, weil die schauen sicher auf Karten auch voll toll aus. Ja, dann die Lasche zum Verschönern. Da nehme ich jetzt eine von den Handstanzen, die wir nicht mehr im Programm haben. Ich runde mir jetzt da die Ecken gerade an. Bei meiner Musterkarte habe ich sogar noch so eine Bordürenstanze verwendet. Vielleicht hast du ja auch Ähnliches daheim. Solltest du gar nichts haben, kann man es natürlich auch eckig belassen. Ja, und dann können wir unsere Teile auch schon zusammensetzen. Ich klappe jetzt vom Farbkarton den Streifen mittig zusammen und fädel das Ganze in den Schlitz von unserem Gutscheinfach ein. Da kommt man eh nicht aus, das kann man eh nur in eine Richtung machen. Und ich klebe jetzt auch das Designerpapier erst zu, wenn natürlich alles eingefädelt ist. Zuerst auf der Rückseite, auf der langen. Und dann klebe ich mir noch die 1 cm Lasche zu, damit der Halter dann auch nicht mehr auskommt. So klebt fest und hebt auch gut, dann kann ich mir das Ganze auf die Vorderseite drehen und wenn ich jetzt an der Lasche ziehe, dann sollte sich der Mechanismus ganz gut bewegen lassen. Ich gebe mir jetzt gleich meine Gutscheinkarten ein und probiere das da nochmal. Die Lasche, die klappe ich mir eben zu und schiebe sie direkt in die Verpackung ein. Und jetzt klebe ich mir noch das Etikett auf. Auch das mache ich natürlich vollflächig mit dem Flüssigkleber. Aufpassen, dass man nicht über einen Rand ausklebt, damit der Mechanismus sich dann eben auch noch gut bewegen lässt. Und ich klebe mir das Etikett jetzt im verschlossenen Zustand natürlich auf, damit ich genau sehe, wo das hingehört. Und schaue auch da wieder, dass der Kleber ganz eine gute Verbindung schafft und das Etikett ganz gut hebt auf dem Gutscheinfach. Was natürlich speziell auf weihnachtliche Projekte nicht fallen darf, das sind ein paar Glitzis und ich habe mir da jetzt gleich noch eine bereitgelegt mit der Farbe Basic Beige. Ich finde, das passt da jetzt noch total gut dazu. Die klebe ich mir jetzt noch auf und dann bin ich auch schon wieder am Ende von meiner Anleitung angelangt. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen inspirieren können. Wenn ja, dann freue ich mich über ein Däumchen hoch zum Video und natürlich auch über ein nettes Kommentar von dir. Solltest du noch Fragen zu dieser Anleitung haben, dann stöße ich mir dich bitte gern. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bei einem von meinen nächsten Videos wieder und sage Tschüss, Baba!